Hallo zusammen und willkommen zu Tag 6. Wir machen heute weiter mit unserem Medley. Und nicht, dass ihr denkt, dieses Tuch besteht nur aus Reliefstäbchen, werden wir heute mal ein bisschen Abwechslung in dieses Tuch bringen. Dafür fädel ich erstmal meinen Faden wieder ein. Ich stelle die Kamera scharf. Und werde, wie gewohnt, 4 Luftmaschen häkeln. Meine Arbeit wenden. Wie gewohnt 2 Stäbchen in den einen Luftmaschenbogen machen. Also das könnt ihr euch merken, diese 4 Stäbchen und 2 Stäbchen eine Luftmasche. Das bleibt über das gesamte Tuch so. Das sind immer Anfang und Ende. Also wie gesagt, ihr macht 2 Stäbchen in den einen Luftmaschenbogen, eine Luftmasche. Und nun machen wir mal was Neues. Wir haben ja gestern die Reliefstäbchen gehäkelt und nun werden wir das erste Stäbchen das lasst ihr aus und macht ein Stäbchen in das darauf folgende und eine Luftmasche. Und das macht ihr jetzt bis zur Mitte. Also, wir haben hier reingehäkelt, das haben wir ausgelassen, reingehäkelt. Dann lassen wir das nächste Stäbchen wieder aus und häkeln in das darauf folgende ein Stäbchen und machen zusätzlich eine Luftmasche. Dann lasst ihr, das mit der Farbe ist echt doof. Also, da haben wir reingehäkelt, dann lassen wir das aus und machen da wieder eins rein. Stäbchen, eine Luftmasche. Das macht ihr bis vor die Mitte. So, nun bin ich hier bei meiner Mitte angekommen und habe hier in der letzten Masche vor der Mitte bin ich angekommen und habe ein Stäbchen, eine Luftmasche gemacht und in die Mitte macht ihr jetzt 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Wir haben jetzt Tuch und wir haben jetzt hier wieder unsere neue Mitte gebildet. Nun macht ihr eine Luftmasche, lasst das erste Stäbchen hier aus und macht in die nächste dann wie gewohnt ein Stäbchen, eine Luftmasche, lasst das darauf folgende wieder aus, macht da ein Stäbchen, eine Luftmasche rein und macht das bis vorne vor den Einerbogen. So, ich bin jetzt bei meiner letzten Masche vor dem Einerbogen angekommen und normalerweise müsstet ihr jetzt ein Stäbchen, eine Luftmasche machen. Wir verzichten hier jetzt aber auf die Luftmasche, da ansonsten die Seiten am Ende ungleich werden. Und macht jetzt einfach, also ein Stäbchen und macht jetzt in den Einerbogen vor der letzten Masche wie gewohnt eure 2 Stäbchen. Dann macht ihr die Luftmasche und das Stäbchen in die letzte Masche der Vorrunde. Also unser ganz normalen Rundenabschluss. So. Und damit bekommt unser Tuch schon eine ganz neue Struktur, wie man sieht. Also ich finde es sehr schön. Natürlich finde ich es schön. Ich hoffe, es gefällt euch auch bisher. Und wie man jetzt auch schon erkennen kann, dadurch, dass wir die Mitte ein bisschen geändert haben, wird das Ganze hier unten jetzt auch schon runder und zieht sich ein bisschen weiter zur Seite und nicht so in die Tiefe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder für die 7. Reihe.